Was passiert, wenn eine Regierung entscheidet, dass bestimmte Kompositionen nicht mehr gespielt werden dürfen? Heute hört ihr Musik von drei solcher verbotenen Komponisten. Danach möchten wir gerne mit euch darüber sprechen und versuchen, eure Fragen zu beantworten. Stellt euch vor, jemand entscheidet sich für eine Laufbahn als hauptberuflicher Komponist. Dazu sind nicht nur eine große Begabung, sondern auch eine langjährige Ausbildung die Voraussetzungen. Nach den ersten Erfolgen sieht die Zukunft gut aus. Da kommt eine neue Regierung und von einem Tag auf den anderen ist man arbeitslos. Aufführungen der Musik verboten. Verlage kaufen und drucken keine Werke mehr des Komponisten. Die Karriere ist zu Ende. So geschehen in Deutschland, als die Nazis entschieden, dass jüdische oder jüdischstämmige Komponisten entartete Menschen seien, deren Musik ebenfalls degeneriert und daher ungesund für das Volksempfinden sei. Die Nazis schufen neue Gesetze unter dem Titel Völkische Gesetzgebung. All das war Teil eines Programms, bei dem verschiedenste kulturelle Inhalte zum politischen Thema gemacht wurden. Diese Gesetzgebung betraf natürlich nicht nur lebende Komponisten, sondern auch Tote wie Gustav Mahler oder Felix Mendelssohn. Hätte ich also das Stück, das wir gleich spielen, in der Nazi-Zeit aufgeführt, wäre das eine Straftat gewesen. Wir kommen zunächst zu einem der Komponisten, die aus Europa geflohen sind, Ernest Bloch. Er versuchte jahrelang in Europa mit seiner Musik eine Karriere aufzubauen. Schließlich ließ er sich im Jahr 1919 in den USA nieder und seine Musik wurde bald von berühmten Dirigenten und großen Orchestern gespielt.